Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 13. April. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf die Märkte schauen, natürlich hier wieder die Forex-Märkte und nehmen hierbei speziell mal den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar in den Fokus. Der zeigte sich unlängst ja hier von seiner besten Seite. Beginnt mit Freitag der letzten Woche, endete sozusagen die Konsolidierung und wir sahen seither anziehende Preise. Da sehen wir auch hier, wenn wir uns jetzt mal den Tageschart genauer anschauen, es wurde zwar eine Erholung gemutmaßt, doch ein kleiner Dip hier in Richtung 0,67, 10, 0,67,35 hier in diese Zone rein, wäre schon ideal gewesen für einen Einstieg. Dieser erfolgte nicht. Das Währungsporträt direkt hier oberhalb von 0,67,75, 70 etwa hier nach oben auf und hat jetzt hier insbesondere auch gestern wieder einen starken Tag gehabt und kommt jetzt allerdings heute nicht ganz weiter in Sachen Performance. Und wenn wir uns hier jetzt den Chart anschauen auf Tagesbasis, können wir hier einen Widerstandslevel identifizieren, was hier mit den Hochs sozusagen vom oder Ende März, vielmehr von Ende März einhergeht. Und darüber müsste das Währungspaar schon noch anziehen, bevor es dann hier sozusagen weitere Impulse geben kann. Das ist eben die Gretchenfrage. Hat das Währungspaar jetzt die Kraft, hier nach oben aufzudrehen oder nicht? Grundsätzlich gilt es erstmal, diesen einzigen Widerstand hier bei 0,6865 erstmal zu behaupten. Dieses Niveau ist sozusagen jetzt erobert worden und sollte natürlich im Idealfall auch weiter verteidigt werden, sodass praktisch hier jetzt keine signifikanten Rückläufe mehr erfolgen. Und ja, kann auch ein Stück weiter runtergehen hier auf 65 am besten. 70, 0,68, 70 plus minus ein paar Pips, das kann man natürlich hier nie immer genau auf den Pip genau fixieren. Aber hier dieses Niveau sollte jetzt tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Geschieht dies, dann bestünde technisch gesehen die Gefahr, dass es weitere Rücksetzer geben könnte, bis in den Bereich 0,68 hier zu dieser Aufwärtstrendlinie seit Jahresbeginn. Und ja, dann wäre praktisch nochmal eine Chance zum Aufstieg gegeben, wenn das Währungspaar denn weiter anziehen wollte. Aber wie gesagt, so ein tiefer Rücksetzer muss gar nicht sein. Im Ideal gibt es eben hier einen Ausbruch über die Hochs von Ende März. Und wenn das geschieht, müssen wir uns mal ein Stück weit rausscrollen, dann hätten wir hier im Prinzip diese Abwärtstrendlinie seit Oktober 2014, Ende 2014 hier überwunden. Hier gab es schon mal im Frühjahr 2015 einen Fehlausbruch. Und ja, wenn diese Linie aber überwunden worden wäre mit den neuen Hochs, dann könnte man sogar hier von Preis ziehen im Bereich 0,71, 0,72 mutmaßen oder diese zumindest in Aussicht ins Visier nehmen. Stellt sich eben nunmehr die Frage, ob es tatsächlich so weit kommt. Die Saisonalität selber, wir haben sie gerade am Anfang schon kurz gesehen, weist hier wenig klare Impulse auf. Das ist hier mehr so, ich würde es mal so nennen, ein zähes Seitwärtsgezieher. Also saisonal haben wir hier keine bullische Indikation. Technisch allerdings schon geht es hier eben signifikant über 0,6970 raus, 0,70 insbesondere Round Nummer. Dann sind nochmal 1-200 Pips durchaus möglich, wenn nicht sogar noch wesentlich mehr. Aber wie gesagt, hier auf den Tageschart gesehen muss das jetzt erstmal passieren. Diese Abwärtstrendlinie aus 2014, hier im Tageschart praktisch jetzt heute aktuell touchiert und der Preis hängt hier mehr oder weniger jetzt daran fest. Aktuellen Doji, wir kommen ein Stück weit von den Tagestiefs aus der Asia-Session zurück. Wenn wir hier den Wochenchart allerdings betrachten, dann sehen wir diese Trendlinie seit 2014 doch schon noch ein Stück weiter weg. Das liegt daran und deswegen immer auch der Hinweis meinerseits, passen Sie auf mit schrägen Trendlinien. Das liegt eben daran, wie man die Hoch- und Tiefpunkte hier letztlich verbindet und was man versucht mitzunehmen. Wenn ich die Trendlinie jetzt sozusagen ähnlich wie am Tageschart justiere, dann komme ich auch in Anführungszeichen auf eben das hier aktuell erreichte Niveau. Das würde dann etwa so aussehen. Und das soll hier praktisch nochmal kurz unterstreichen, dass eine schräge Trendlinie, ja, hier eigentlich nur, na, ich will nicht sagen symbolischen Charakter hat, aber hier nur einen trendweisenden Charakter und keinesfalls eine signifikante Relevanz. Denn Sie sehen hier schon am Wochenchart, würden wir einerseits, wenn wir die Hochpunkte der Candlekerzen nehmen, hier noch viel, viel weiter weg von der Trendlinie sein. Wenn wir aber das von dem Tageschart bezogen rauszoomen, um hier möglichst viele enge Auflagepunkte auch im Tageschart zu bekommen, dann wird deutlich, aha, dann müsste man die Trendlinie sozusagen auch auf Wochenbasis so zeichnen und dann wären wir eben auch dran. Das ist immer die Gretchenfrage und von daher der Tipp eben hier, die schrägen Trendlinien zwar durchaus im Sinne der Trendtendenz zu erfassen, aber denen hier nicht das übermäßige Gewicht zukommen zu lassen.
Weil eben die Ansicht der Dinge immer unterschiedlich sein kann, je nachdem, wo man die Trendlinie jetzt genau anlegt. Gut, generell aber hier von der Formation her, hier so eine Art aufsteigendes Dreieck. Hier auf dem Boden heraus, aus der Bodenbildung heraus hier etabliert. Und jetzt ist es für das Währungspaar Neuseeland oder US-Dollar eben wichtig für den Kiwi, dass er hier über 0,6970 rauszieht. Wenn das passiert, hätten wir auf jeden Fall Potenzial in Richtung 0,72. Ich mache das nochmal deutlich hier mit den Pfeilen. Und falls nicht, gibt es unter Umständen eine Konsolidierung, die hier nicht deutlich unter 0,6865 führen sollte. Dann bestünden hier sozusagen durchaus nochmal die Chancen, dass wir direkt einen Aufwärtsimpuls sehen. Unterhalb von 0,67 wäre hingegen der Bär hier wieder am Steppen und dann müsste man deutlich tiefere Preise erwarten. Man darf mal gespannt sein, was sich jetzt hier noch entwickelt. Rein technisch gesehen generell der Neuseeland-Dollar hier durchaus noch ein Stück weit mit dem Bias belastet, dass die neuseeländische Notenbank hier eine Leitzinssenkung noch durchführen könnte. Und insofern muss man das immer mit einer gewissen Vorsicht sehen, aber technisch auf jeden Fall in einer spannenden Ausgangssituation und das Potenzial, wenn denn hier ein neues Mehrwochenhoch gelingt, ein Mehrmonatshoch vielmehr gelingt, dann wäre auf jeden Fall die Luft nach oben vorhanden für weitere 1, 2, 300 Pips vielleicht. Also spannende Situation beim Neuseeland-Dollar, US-Dollar, wie das bei den anderen Währungspaaren aussehen kann. Das wollen wir uns heute Nachmittag beim JFD-Devisenradar anschauen, wenn Sie mögen. Kommen Sie einfach rein, 15 bis 16 Uhr, hier kostenfreies Webinar. Da werden wir auch noch viele, viele andere Währungspaare unter die Lupe nehmen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.